Digga, was machen wir hier schon wieder? Ach, Junge! Leute, ich glaube, wir haben es geschafft. Oha, nicht schlecht. Wo bleibst du denn? Alter, Olli, wie so ein Perverser. Herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Ich bin hier immer noch in Florida unterwegs, zusammen mit... Biene Meier. Ich bin voll high, Digga. Sören. Und Joy. Hallo Joy. Heute ist ein besonderer Tag für dich, oder? Was ist ein besonderer Tag? Ja, du nimmst dein erstes YouTube-Video auf, oder? Nö. Also ist doch kein besonderer Tag für dich, aber du bist motiviert und stets bemüht, heute an Palmen zu riechen. Hier sind keine Palmen. Da sind Mini-Palmen. Kannst du kurz an den Palmen riechen? Ich werde eine richtige Palme bevorzugen. Können wir gleich machen, wenn du willst. Oh, was? Meint sie deinen Schwanz, oder was? Was? Und wir werden jetzt außerdem noch mit Charlina treffen. Mach mal was mit deiner Wheelie-Bar. Los jetzt, fahr. Sören, du hast den Standort. Komm vorbei, du weißt, ich bin in Frankfurt. Gib mir nur ein Zeichen, keine Antwort. Und ich mache mich bereit für den Transport. Das hört sich richtig scheiße an. Okay, die Clown-Show geht weiter, Alter. Ollis Outfit ist am letzten Tag so schwarz und eckig. Jetzt hast du hier schon einen Ellenbogenfleck, hier so ein bisschen Tomatensoße. Und ich glaube, an deinem Arsch war auch so ein Punkt, weißt du noch? Warte, ich will nur mal gucken, ob der da ist. Zeig mal deinen Arsch. Ja, ich sehe ihn nicht mehr. Ich glaube, du hast ihn weggerissen. Weil du immer so machst. Du bist richtig warm durch die Reifung, Alter. Ich habe anfangs wirklich gedacht, dass mein Bike besser ist, aber ich bin das Bike gefahren und es ist trotzdem viel besser als das hier, weil es einfach schneller ist. Aber es ist schon trotzdem kacke. Also ich finde mein Bike geil. Das hat wirklich USA-Vibes. USA-Vibes. Geil. Joy, wie in der Fahrschule, ne? Erst fahren und dann gucken. Genau. Das ist ein 125er, nicht mal 15 PS, sondern 8 PS, Digga. Das kann nicht sein. Ich chill jetzt erstmal ein bisschen. Alter, wie das aussieht. Was tust du da? Kurz Eier durchlüften. Richtig, hä? Ja, warum lachst du jetzt? Wenn jetzt die Polizei guckt, Arschloch ohne Kennzeichen, hat die Füße auf dem Lenker drauf und hat ein Drogendealer-Outfit an. Box mir den Bauch. War gut? Oha. Boah, ich hab meine Nägel. Komm nochmal, box mir den Bauch. Ja. Komm mal, Olli, hier ist ein verlorener Bruder aus Amerika. Was? Papa! Das war mein Papa! Der meinte damals, er geht nur Milch holen, siehst du ihn einfach in Amerika wieder. What's up? Cool ride you have there. It looks like fun. Can we have a little ride? Where you wanna go? Digga, was machen wir hier schon wieder? Can you do like tricks? Sieht so schändlig aus mit dem Bein da unten. Thank you, Bro. Ich sehe uns drei auf einer Safari mit dem Ding, oder? Durch die Everglades. Ja. Und dann kommen die Krokodile und machen so eine Rolle. Zeig mal kurz die Rolle. Das mache ich ja mit deinem Arm, weißt du? Genau. Charlina ist auch dazu gejoint. Sollen wir uns einfach umarmen wie in jedem Video oder... Okay. Ja, die Jacke sieht echt gut aus. Also das passt besser jetzt so zum... Guck mal da, Digga. Nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken. Deine Augen drehen so. Oh mein Gott, du weinst. Kannst du die wegmachen? Ja. So, ihr könnt diese Charlina-Träne gerne kaufen. $530. Skip. Tiere lieben aber auch so frische Tattoos. Olli wird auch gern abschlecken. Ich würde gerne die Tattoos abschlecken. Den Zirkus? Die Tattoos. Nee, den Zirkus würde ich. Junge Olli, Alter. Was denn? 3, 2, 1, jetzt fahr ich los. Es ist grün, oh mein Gott. Oh mein Gott. Wie das gequietscht hat. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nee, er hat das im Video eingeladen. Ja, Alter, das war echt knapp. Oh, Scheiße! Du hast dein Kätzchen leider verloren. Das ist so schlimm, weil ich muss so nah an dich ran. Also findest du es schlimm, nah an mir zu sein? Digga, was ist das? Die Freakshow geht weiter. Du willst geradeaus in mein Rektum? Hilf mir dein Rektum! Ja, ich komme! Ja, komm doch! Das ist ja eklig, Alter! Ja, wo bleibst du denn? Alter, Olli, wie so ein Perverser. Ich witz dich eigentlich. Es wird jetzt ein bisschen Offroad. Ich bin mit fucking 120 Meilen hier angeschossen. Ach, Junge. Alles klar, Digga. Rund um den Block, kein Bock auf die Zivis. A, frische Nikes, B, Lippen, Eistee, B, 1. Sie kommen aus Berlin. Sollen wir einfach mal zusammen schwimmen gehen? Komm mit, wir gehen jetzt hier runter. Na, hier können jetzt überall Alligatoren sein. Mal gucken, wer weiter werfen kann. 3, 2, 1. Mach mal deine Hände hier rein. Das musst du doch eigentlich. Zieh den ins Wasser. Was? Ich hab das gehört. Halt ihn fest. Ist rund mit euch die Dinger. Junge! Tat es nicht voll weh? Ja. Doch, aber er hat alles für dich gegeben. Aber nicht kaputt, das ist nur beim... Doch, manchmal unterschätze ich das, wie krank stark ich doch bin. Do you know where the alligators live?
einzigen. Okay, thank you. Aber nur die 2 Minuten jetzt hier, ne, Olli? Länger halte ich eh nicht durch. Voll die normale Größe auf einmal. Also manchmal, wenn ich mich reden höre, bin ich so, Alter, ich klinge schon wie so eine Floridanerin. Loredana einfach. Die Sonnenbrille schützt meine Identität. Schnappi ist nicht da. Meinst du, wenn man reinpickelt, kann man die anlocken? Wenn die meinen P*** riechen, dann zeige ich Dominanz, dann haben die Angst, weißt du? Ah, den gehen die weg, ja. Ich hab eine Angel. Wie süß. Willst du mich jetzt mal angeln? Ah, das ist deine Angel. Oh mein Gott, wie schlecht. Jetzt wirf die mal aus. Oh, du hast mich am Haken. Du kannst jetzt wieder auswerfen. Ja, steckst du mal in der Nase rein. Nein, hör auf. Leute, ich glaube, wir haben es geschafft. Geh weg aus dem Weg da. Schon nichts, denke ich zu hören. Ja, ich höre auch gar nichts. Hier ist so laut, also verpiss dich! Junge, lass dir mal nächstes Mal irgendwas kaputt machen, dass er nicht fahren kann. Ihr baut so heimlich die Decke da ein. Damals, wenn man auf dem Skateboard war und schneller sein wollte, hat man immer so gemacht. So wurde man schneller, weißt du? Wo lang? Junge, Geist. Was passiert hier? Oder wolltest du in den Golfclub? Ich habe 27er Handicap. Ich spiele hier eine richtig gute Runde. Ich habe einfach so ein Handicap. Sind deine Hände nicht kalt? Nö. Ich wärme dich trotzdem. Du bist immer für mich da, ne? Lüge, Lüge, Lüge. Bereue ich das? Ja. Ich habe die anderen gerade verloren. Die sind da vorne irgendwo über die Ampel gefahren. Es tut mir richtig leid, dass noch kein Date gekommen ist. Ich verspreche euch, ich fahre nicht nach Hause, bevor ich kein Date mit Charlina hatte. War das so richtig? Ich weiß es nicht. Aber ihr wisst, was ich meine. Deswegen geht's jetzt weiter. Ach, chillig, Digga, der Hinterreifen ist ja... Oh mein Gott. Das Kennzeichen ist schon gebrochen. War das noch? Ist schon immer so? Wie viel Leistung hat die? Keine Ahnung. Aber es ist eigentlich ist sie kacke. Die fährt sich wie ein Sack Nüsse. Da bist du aber die hier noch nicht gefahren, Digga. Wirklich nicht. Doch, wenn ich beide euch noch gefahren und da setze ich mich nicht noch ein zweites Mal drauf. Hinten. Charlina wird gesandwiched. Hinten vorne. Also. Richtig tief, jetzt richtig tief, ja. Ja. Hier, lass mal füßeln. Warum will die so nach rechts? Oh mein Gott. Ich bin schon gekommen, ich bin schon gekommen. Alles gut, wir können aufhören. Ich werde psychisch schlapp hier. Okay. Ha? Gas geben, mal Gas geben. Oha, nicht schlecht. Ja? Ich hab durch deinen Helm gesehen, wie rot du geworden bist. Hä? Also nach dem Urlaub kannst du mich einweisen. Den Handschuh wasche ich jetzt nie wieder. Da rieche ich jetzt nachher dran. Ja, ich zeig mal wie. Ah. Das ist wirklich krank. You wanna ask me out or you wanna eat me out? Boah, ich wollte es gerade sagen, Mann. Ich weiß. Wollen wir Bike tauschen? Aber nur kurz. Oh, ja. Hey, ich gebe jetzt mal Gas, geh aus dem Weg, Joy. Und hiermit fährt schon wieder wie eine Geisteskranke rum. Ich glaub's nicht. Drop a gear and disappear. Meine Hose vibriert, meine Leggings vibriert! Das war nicht das Handy. Aber jetzt. Gut? Es ist so schön, ich danke dir. Es ist so cool, ich liebe es. Oh mein Gott. Wir lieben das Leben. Die Pfirsiche.